Radio Reloj. Radio SWR 5 de la mañana. Es Zenoferzel. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Und die Hörer sind die allerbesten von SWR 3, hat sie, glaube ich, am Ende gesagt. Mein Spanisch ist nicht so gut. Es ist Donnerstagvormittag hier und es läuft, gerade heute Morgen wieder gesehen, es läuft wieder mal so eine Kronkorken-Sammelaktion für einen guten Zweck. Sarah, welche ist das zum Beispiel? Aktion Pfötchen, da wird für Soldaten gesammelt, die teure Therapiehunde brauchen. Kronkorken, ja, die so auf den Bierflaschen drauf sind zum Beispiel, sind ja wahnsinnig vielseitig. Also sie sind ein Rohstoff, man kann mit ihnen Rasseln basteln, man kann sie als Spielsteine benutzen oder man verwendet Kronkorken für Kunstwerke. So wie Henning Leuschner aus Köln das macht und der gestaltet große Kronkorkenbilder mit Porträts zum Beispiel von Jimi Hendrix oder von Lenny Kravitz. Für ein solches Bild braucht er tausende Kronkorken. So, Herr Leuschner, trinken Sie die Biere vorher alle selbst? Nicht alle, einige, weil wenn ich ein Bild mache, höre ich die entsprechende Musik dazu und dann trinke ich natürlich auch ein Bier und benutze auch die Kronkorken. Aber ich nehme natürlich letztendlich aus meinem großen Portfolio an Millionen von Kronkorken die passenden raus, die ich dann auch für das Bild brauche. Die kann ich nicht alle selber trinken, das geht nicht. Und die werden aber auch nicht angemalt, dass die Farben dann auch fürs Porträt passen. Die bleiben original. Genau, so wie sie getrunken sind, wo jeder Kronkorken eine eigene Geschichte hat, so wie sie auf der Straße liegen, wie sie angerostet sind, genau so kommen sie auch drauf. Also für Jimi Hendrix zum Beispiel, wie viele Biere waren da drin? Ungefähr 2600. 2600 Biere. Aber es sind ja nicht nur Biere, es sind ja, auch alkoholfreie Getränke. Wie viel haben Sie zu Hause rumliegen, so durchschnittlich? 2,5 bis 3 Millionen ungefähr. Ich habe mal angefangen, sie tatsächlich nach Farben zu sortieren. Das ging dann aber irgendwann nicht mehr. Und jetzt wühle ich in den Kisten rum und suche mir die Farben raus, die ich brauche. Wo kriegen Sie diese 3 Millionen Kronkorken denn überall her? Die kriege ich mittlerweile von Freunden aus Kneipen, die sammeln. Das ist ja leider in den letzten Monaten durch Corona bedingt natürlich ein bisschen weniger geworden. Die Kunst stirbt aus. So die Kunst stirbt ein wenig aus. Es geht alles natürlich jetzt nur noch interaktiv. Das funktioniert auch, aber eben nicht so, als wenn man jetzt wirklich vor Ort in Präsenz eine Kunstausstellung macht. Das hat ein ganz anderes Flair. Wie war das bei den ersten Porträts? Also wenn jetzt zum Beispiel eine bestimmte Farbe, die man jetzt eigentlich bräuchte, fehlte und Sie hatten eben anfangs noch keine 2,5 Millionen darum liegen. Ja, da bin ich dann tatsächlich für die letzten 2, 3 Kronkorken in den Kiosk gegangen und habe mir das entsprechende Getränk rausgesucht, das ich dann auch meistens getrunken habe, manchmal habe ich es stehen lassen und hatte dann auch die letzten 3 Kronkorken, um das Bild auch fertigzustellen. Wie sind Sie denn überhaupt ganz am Anfang auf diese Idee gekommen, mit Kronkorken Kunst zu machen? Ich habe mit Freunden im Garten gesessen, wir haben ziemlich viel getrunken und irgendwann war der ganze Tisch voller Kronkorken und dann fängt man so an zu spielen und legt ein Bild und plötzlich habe ich gedacht, irgendwie, ey, das sieht ja super aus, da könnte man ja eigentlich den Tisch auch mit bekleben. Und das war im Prinzip der Beginn, so der Kunst mit im Nachgang, ja, was kann man denn noch daraus machen? Was ist das Besondere an diesen Kronkorken, also was so dieses Material angeht? Das Material ist unheimlich langlebig und der Hintergrund war natürlich auch ein Stück weit der Upcycling-Prozess, weil ein Kronkorken braucht in der Regel 100 Jahre, bis er sich selbst zersetzt hat und dadurch natürlich auch der Umwelt schadet. Das sind dann schon Werke, die werden mich überleben. Riesige Porträts, nur aus Kronkorken. Wer sich die Porträts anschauen möchte, den Link findet ihr im SWR3 Live-Blog.